Mahlzeit. Weiter geht's am Carbone 30. Neben mir ist jemand fleißig. Ich gucke zu und assistiere. nämlich der René, den kennt ihr, als wir bei ihm zu Besuch waren in seiner Schrauberhalle. Der hier die Carbon-Teile gebaut hat. Und wie wir in einem der letzten Videos, als wir nämlich die Karosserie abgeholt haben bei KK Automobile, erwähnt hatten, sind zwei Sachen, die geändert werden müssen oder so ein paar Sachen, die noch nicht ganz fertig waren. Darunter war der Kotflügel, wo wir leider eine Stelle gefunden haben, die nicht so perfekt geworden ist, wie wir es gerne hätten. René hat sofort gesagt, klar, mach da nochmal, kein Problem. Und da ist er, er hat Wort gehalten. Zwei Wochen später ist der Kotflügel da. Und wir können da gleich noch kurz drüber sprechen, wo das Problem war. Also klar ist erstmal, es war für dich das erste Mal, ein komplettes Auto in Sichtcarbon zu bauen. Muss man ja auch mal sagen. Ja, ja. für KK war es das erste Mal, ein Sichtcarbon-Auto zusammenzubauen. Und ja, ihr wisst, wie es ist, wenn man Sachen das erste Mal macht, wird es nicht gleich beim ersten Mal 100% perfekt. Nee. Habt ihr auch vollen Respekt, Verständnis für. Jetzt war bei dem Kotflügel das Problem. Hier ist der überbacken, alte. Ja. Der ist überbacken. Da kommt die Struktur. Mal sehen, ob es Dennis drauf bekommt. Hier vorne geht es um die Spitze. Also ja, halt es einfach nur gerade und still. So rum. Da kann man wirklich das Carbon anfassen. Also die Carbonmatte. Luftblase. Ja, René, du kannst es am besten erklären, was ist da los? War eine Luftblase. Man arbeitet ja im Negativen und dann weiß man nicht genau, ist die Matte gegen oder nicht. Mhm. Hier war sie nicht gegen und war eine Luftblase. Okay, krass. Ja, dann ist das passiert beim Handlaminat. Beim Vakuumziehen ist das weniger der Fall, weil die Matte gegen gezogen wird. Mhm. Also das ist alles passiert. Das ist Arbeitsfehler. Ja. Ja, weil Luftblasen beim Handlaminat hast du immer drin. Gut. Während du jetzt noch fertig justierst, frage ich dich einfach ein paar Sachen, die aufkamen im Laufe der letzten Wochen und Monate. Ja. Und zwar, mir hat jemand geschrieben, er würde kein Sichtcarbon machen und nur mit Klarlack überziehen, weil wenn das Auto in der Sonne steht, ein, zwei Jahre, wird es anfangen, also relativ schnell Blasen zu schlagen, aufzugehen, wellig zu werden. Die Struktur kann durchbrennen, aber... Das ist so, also ich backe die Sachen bis 30, 40 Grad und eigentlich die Flächen wie Dachhaut, Haube, Heckklappe, die sind eigentlich am stärksten betroffen. Die Seitenteile eigentlich relativ weniger, weil die Sonne davon abgewiesen wird, aber mit Klarlack drauf weniger. Heißt, werden wir in zwei Jahren? Kann passieren, dass das, ich sage immer so, wenn man das Fahrzeug direkt jetzt in der prallen Sonne stellt, brennt das durch. Ist klar. Was heißt das? Die Struktur kommt durch, wie auf dem Kotflügel passiert ist. Das Wellige, was da drin ist, aha, nur vom Carbon über durchbrennt. Ach, jetzt verstehe ich. Ja. Und was du mit durchbrennen meinst. Ja. Okay. Ja. Das heißt, man sieht es jetzt gar nicht auf den ersten Blick? Nee, wenn du jetzt mit und mit das Ding in die Sonne stellst, sag mal, hier und da mal eine Stunde oder stellst das Auto im Schatten und das wird mit, wird das immer härter, der Epoxidharz. Und am Ende eigentlich, also ich habe noch nicht Teile gehabt, die was jetzt, was Klarlack versehen sind, die was durchgebrannt haben. Aber es kann passieren. Kann passieren, kann immer passieren. Also es, du würdest sogar, also das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, das erste Mal, dass ich mit Sichtcarbon zu tun habe. Wenn wir das Auto quasi daran gewöhnen, langsam, also nicht gleich das erste Mal 10 Stunden in die Sonne, sondern mal hier eine Stunde, mal da eine halbe Stunde, mal da und das verteilt. Ja, ist es besser? Du backst, die Sonne backt das Material nach. Aha. Ja, das heißt, wenn einmal die 30 Grad oder 35 Grad jetzt überschritten werden, wird es härter. Und das nächste Mal sagt man, okay, bei 45 Grad hat die Haube jetzt gehabt, okay, das nächste Mal wird das überschritten, wird es wieder härter. Krass. Du musst ein bisschen anfangs damit spielen. Okay. Das ist, aber selbst wenn es durchbrennt, ja, Entschuldigung. Die großen Firmen, die backen die Sachen bis 40, 50, 60 Grad. Aha. Da passiert eigentlich weniger was, aber das sind große Firmen. Okay. Ja, also wen sage ich jetzt? Keine Ahnung. Mich fällt jetzt gerade keine
Lamborghini. Ja, sage ich jetzt einfach. Lambo ja. oder Ferrari oder sowas, das wäre Mord bei denen. Ne? Natürlich, die machen alles Autoclave, das sind ja ganz andere Formen. Also das sind Aluminiumfrästeile. Das Ganze wird dann gestanzt, Vakuum gezogen, alles in einen und dann hochgebacken bis 60, 70 Grad. Also das ist, kann man ja nicht vergleichen. Okay. Die Qualität kommt im Moment, ist da top vom Top. Okay. Okay, also wir müssen es langsam angehen, was direkte lange Sonneneinstrahlung betrifft. Mhm. Und selbst wenn aber Worst Case eintritt und es durchbeckt, also hochkommt, wie du gesagt hast, ist es nur etwas, was man fühlt. Neu klarlacken ist das Schönste. Dann sollte man, oder wäre es gut, nochmal ja, ist das Schönste. Ja. Spiel mal als erstes mal damit, wenn das mal passiert, dann ist das was anderes, aber ich habe bis jetzt noch nicht so einen Fall gehabt. Okay. Wobei Sichtcarbon auch nicht so oft gemacht wird, jetzt außer bei kleineren Teilen wie Dachhaut. Das ist heute jede Menge. Das ist noch nicht gehabt. Nee. Obwohl die Dachhaut, das ist, wo die Sonne meistens drauf brutzelt. Dachhaut, Haube. Da hast du es noch nicht gehabt? Nee. Das ist witzig. Nee, bei der Dachhaut nicht. Okay, dann habe ich Hoffnung. Also, jetzt haben viele gedacht, wir hätten nur überlaminiert. Nee. Kannst du bestätigen? Ja, ja. Nee. Also der ganze Witz ist ja, der ganze, wenn beim Überlaminieren wird das Auto noch schwerer. Ja, ja, das genau. Das ist ein Rennfahrzeug, da muss leicht werden. Also, genau. Also derjenige, der behauptet, ja, ja, das ist Schwachsinn. Also wir haben jetzt keine Blechteile genommen und nur Carbon drüber laminiert. Nee. Ach so, okay. Hier wie ich einen Kotflügel zwischen 900 und 900 Gramm und 1 Kilo oder anderthalb 1,2 Kilo. Die hinteren Kotflügel, ich denke so um eine 3,5 Kilo, die Dachhaut um eine 5 Kilo. Wie kommst du auf diese Gewichtsangaben? Ja, man hat sie schon mal gewogen, aber jetzt nicht gerade ja, das ja. eine Teil jetzt hier. Also nochmal zum Mitschreiben, Kotflügel 900 Gramm bis 1,2 Kilo. 1,2 Kilo. Hinten? Hinten müssen so 3,5, sage ich jetzt mal, sein. 3,5. Dachhaut, ja, so 5 Kilo. Haube auch so 6 Kilo. Rum. Spiegel, ich glaube 450 Gramm Stück. Heckklappe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Heckklappe, ich glaube 5 Kilo. Oder 4,5 oder 5 Kilo. Ohne Spoiler. Ohne Spoiler. Aha. Spoiler 1,5 oder 1,7 Kilo. Flap. Ich sage jetzt mal 900 Gramm oder sowas. Hutablage. Lass mal 1,3 Kilo sein, ist das mehr weiß ich jetzt Schweller. Nicht. Stoßstange? Schweller, okay, das ist keine Ahnung, das ist ja vom Ernst, das weiß ich jetzt nicht. Stoßstange, was schätzt du? Carbon? Um eine 3 Kilo, denke ich. 3 Kilo, die hintere Stoßstange, die ist leichter, müsste so 2,5 oder sagen wir mal vorne 4 Kilo, hinten 2,5, 3 Kilo um den Dreh. Schweller vielleicht pro Seite. 1,5 Kilo, denke ich. Türhaut ist jetzt schwer, die wirst du nie gewogen haben, weil nein. Hast du noch nicht gemacht, glaube ich. Nur Janze. Genau. Ne? Die kann, man kann ja auch eine Rennsportversion machen und eine Straßenversion machen. Hier habe ich sie ein bisschen dicker gelassen als Straßenversion. Aber wenn ich eine Tür habe für Rennsport, da komme ich so an 4,5 Kilo. Mhm. Aber ist Innenrahmen mit und außen auch. Ich glaube, das Interessanteste wird für die meisten Kotflügel Seitenteile, Dach sein. Klar, Heckklappe, so Teile, die schnell zu ersetzen sind, Plug and Play, oh, Motorhaube. Die hinteren Kotflügel sind aber nicht so einfach zu ersetzen. Ne, nee, stimmt, hast du recht. Ja, logisch. Dann ist Die meiste Arbeit. Kotflügel, ja. Kotflügel und so hast du völlig recht, Motorhaube. Genau, super, danke dir dafür. Dennis wird euch, ich probiere das zu recherchieren, was wiegt ein originaler Blechkotflügel, Motorhaube etc. Das war dann perfekten Vergleich haben. Also wenn wir die Hälfte bei jedem Teil gespart haben nach einem Gewicht, dann rücken die 1000 Kilo doch in greifbare Nähe, würde ich fast behaupten. Ja, denke schon. Dann sind wir ganz happy, warten auf das Frontschwert, auf das breitere. Ui. Ja. Und sagen schon mal vielen Dank für die ganze Arbeit. Und ich glaube, wie gesagt, man muss respektieren, dass es das erste Mal war an vielen Teilen. Dann, sorry, dass es jetzt alles ein bisschen durcheinander ist. Ja, du fährst ja. jetzt gleich weiter zum Nürburgring, habe ich gehört. Also René macht im Jahr wie viel 1000 Kilometer?
80 bis 100.000. 80 bis 100.000 pro Jahr, wo er einfach die Firmen anfährt, die seine Produkte anbauen, ja, oder vertreiben. Ich bin mal gespannt. Ich muss jetzt nochmal ankündigen, wir werden bald ein Video machen zum Thema TÜV, weil wir wollen das Auto legal auf die Straße bringen mit deinen Teilen. Du weißt ja schon ein bisschen mehr, was wir da vorhaben. Das wird tatsächlich so stattfinden und das werden wir in Kürze ankündigen dürfen. Und dann hoffe ich mal, sehen wir uns dort dann wieder, wenn das Ganze seinen TÜV-Stempel bekommt. Und weil dann gibt es aller Voraussichtlichkeit nach, wenn alles gehalten hat, diese Teile mit TÜV-Zertifikat. Okay. Eintragbar, legal, fahrbar. Fein. Da freue ich mich sehr drauf. Also da ich glaube, für dich auch cool. Wenig zu bedenken, das hält. Das hört nicht gerne. Ja, so, ja. Dass er nicht halt hält. Ja. Genau. Da habe ich keine Bedenken. Also. Das heißt, Renés Teile wird es dann aller Voraussicht nach aus, ihr wisst, was ich meine, mit TÜV geben. Da freue ich mich sehr drauf und das Auto wird legal rumfahren dürfen. Bin mal gespannt. Dann danke für deine Zeit heute, dass es so geklappt hat. Und wir sehen uns wieder. Ne? Kein Thema. Danke, ciao, bis zum nächsten Video.